Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag in der Reihe Faszination Astronomie Online. Das Thema heute Abend ist der Sonne ganz nah, die neuesten Ergebnisse von Solar Orbiter. Mein Name ist Daniel Verscharen und ich arbeite am Mallard Space Science Laboratory. Es ist Teil des University College London und ich bin dort tätig als Lecturer in Weltraumplasmaphysik und bin auch beteiligt an einem der Instrumente auf Solar Orbiter, um den es heute gehen soll. Solar Orbiter ist in diesem Jahr gestartet, im Februar, am 9. Februar Ortszeit in Amerika gestartet. Und wir haben nun bereits vor wenigen Wochen die ersten Aufnahmen, die ersten Bilder von dieser Mission bekommen. Und ich möchte Ihnen heute einen Überblick geben, worum geht es bei dieser Mission, was versuchen wir herauszufinden und dann auch tatsächlich diese ersten Bilder mit Ihnen ein bisschen diskutieren. Wenn Sie Fragen haben, im Anschluss, wie immer in der Reihe Faszination Astronomie Online, Sie können Fragen in die Chatbox bei YouTube eingeben. Und das Team im Hintergrund wird mir dann die Fragen zuschicken, sodass ich darauf eingehen kann. Ich möchte auch empfehlen, abonnieren Sie den Kanal, liken Sie diese Videos. Das bedeutet uns allen hier, die hier daran arbeiten, sehr viel und es würde uns sehr freuen. Dann fangen wir jetzt an. Solar Orbiter, worum geht es dabei überhaupt? Bevor wir direkt da einsteigen, möchte ich Ihnen kurz etwas erzählen zu dem Arbeitsplatz, an dem ich normalerweise arbeite. Das hier ist ein Bild des Mallard Space Science Laboratory. Ich sagte bereits, Teil University College Londons, aber offensichtlich ist das nicht in London, sondern wir sind außerhalb in Surrey, in der wunderschönen Landschaft dort, beheimatet in einem alten Herrenhaus, das Sie hier auf dieser Aufnahme sehen können. Aber während der Corona-Zeit, dieses Bild wurde gerade letzten Monat gemacht, während der Corona-Zeit ist natürlich auch dort niemand im Moment wirklich tätig. Ein paar Ingenieure durften zurück, um an Hardware zu arbeiten, aber ich sitze jetzt im Moment in Bonn, meiner eigentlichen Heimat, aus der ich komme, und spreche nun von hier mit Ihnen. Aber wie Sie sich vorstellen können, obwohl es so ein altes Gebäude ist, arbeiten dort etwa 200 Personen, etwa die Hälfte auf der technischen Seite, die andere Hälfte auf der wissenschaftlichen Seite. Und wir haben auch alle Einrichtungen, um an Weltraumgeräten, an Hardware zu arbeiten, in diesem Gebäude. Und ein paar Bilder daraus werde ich Ihnen später auch zeigen. Schauen wir uns erst einmal die Sonne an. Und ich möchte dabei insbesondere auf die äußere Atmosphäre der Sonne zu sprechen kommen. So, in dieser kleinen Animation hier ist die Sonne dargestellt als natürlich dieser große weiße Fleck dort. Aber wir wollen jetzt erst einmal ein bisschen davon weggehen und uns den äußeren Teil anschauen, die sogenannte Korona. Ich weiß, der Begriff Korona ist im Moment nicht so positiv besetzt. Allerdings, sage ich mal, hatten wir den Begriff vorher, die Korona, der äußere Teil der Sonnenatmosphäre, der sich dann auch ausbreitet in den Raum zwischen den Planeten als den sogenannten Sonnenwind, den Sie auch hier angedeutet sehen. Diese Linien, die in dem Bild dargestellt sind, beschreiben das Magnetfeld der Sonne. Und das ist eines der großen Rätsel, die wir nicht verstehen. Wo kommt dieses Magnetfeld wirklich her? Wir wissen allerdings, dass es eine ganz entscheidende Rolle spielt bei der Ausbreitung des Sonnenwindes und bei der Beschleunigung des Sonnenwindes. Ein weiteres Rätsel, das wir nicht verstehen. Wie kann es erreicht, die der Sonnenwind hat? Der Sonnenwind kann manchmal Geschwindigkeiten von 700, 800 Kilometern pro Sekunde erreichen. Das ist also ein sehr starker, sehr schneller Ausfluss von Material. Es ist sogenanntes Plasma, also es ist so heiß, dass die Protonen und die Elektronen voneinander getrennt sind. Und die Temperatur ist ein weiterer Knackpunkt bei der Sonne, den wir versuchen zu verstehen. Wir wissen, dass die Oberfläche der Sonne ungefähr 5.500 Grad heiß ist. Und obwohl das schon sehr heiß klingt, ist die eigentliche Überraschung, wenn wir von dort weiter nach außen gehen, in Richtung Korona, steigt die Temperatur an. Also wir haben an der Oberfläche ungefähr 5.500 Grad. Und in der Korona haben wir dann Temperaturen von einigen Millionen Grad. Und wir verstehen wirklich immer noch nicht, warum das der Fall ist. Eine weitere wichtige Frage, die wir mit Solar Orbiter beantworten wollen. Und was auch wichtig ist, wenn man so auf die Sonne schaut, wie jetzt in diesem Bild hier, das ist quasi die Sicht von der Erde auf die Sonne. Und wir haben bisher es noch nie geschafft, die Pole der Sonne uns einmal anzuschauen. Und Solar Orbiter wird die erste Mission sein, die die Pole der Sonne wirklich beobachten kann. Das hier ist jetzt ein kleines Video von einer anderen Mission, wo ich einfach einmal zeigen möchte, dass die Sonne auch ein aktiver Stern ist, dass also der Sonnenwind nicht einfach nur so ein kontinuierlicher Ausfluss von Material ist, sondern dass es dabei tatsächlich auch Eruptionen geben kann. Und diese Eruptionen, dazu werden wir am Ende des Vortrags noch einmal kommen, können tatsächlich einen starken Einfluss auf die Erde und auf unsere Gesellschaft haben. Ich starte das jetzt einmal, wohl wissentlich, dass bei YouTube manchmal diese Videos etwas ruckelig ankommen. Wir können das Video nachher verlinken, unten in der Beschreibungsbox bei YouTube. Aber hier sehen Sie jetzt ein Bild, das die amerikanische SDO-Sonde aufgenommen hat,
im Ultraviolettbereich. Also wir schauen jetzt nicht die Sonne im optischen Bereich an, so wie wir das normalerweise mit dem Auge tun würden oder mit einem normalen Fotoapparat, sondern im Ultraviolettbereich des Lichts. Deswegen auch mussten wir dieses Bild mit einem Raumfahrzeug aufnehmen, denn UV-Licht wird normalerweise von der Atmosphäre abgeschirmt, was auch wirklich sehr gut so ist. Und Sie sehen, die Sonne sieht im Grunde genommen viel interessanter aus im UV-Licht als im normalen sichtbaren Licht. Wir sehen viel mehr Strukturen hier, wir sehen diese hellen Bereiche, wir sehen dunklere Bereiche, wir sehen über den Polen im Grunde genommen freie Flächen, also offenes Gebiet, wo weniger Material zu finden ist. Wie gesagt, eine der wichtigen großen Fragen, warum ist das so, warum sieht das dort anders aus? Aber wenn Sie an den rechten Rand einmal schauen, dort sehen Sie dieses helle Gebiet. Und in diesem hellen Gebiet wird gleich ein Flare geschehen. Das ist eine sogenannte Eruption, benutzt den englischen Begriff da, Flare, die über einen ganz breiten Bereich des elektromagnetischen Spektrums Strahlung aussendet. Und ich werde das jetzt einmal weiterlaufen lassen. Sie sehen schon, wie das da so ein bisschen vor sich hin brodelt im Grunde genommen. Wir sehen verschiedene Wellenlängen und da ist schon der erste Flare geschehen. Ja, also dieses Aufleuchten, dieses helle Aufleuchten im UV-Licht. Wir sehen auch manchmal Röntgenstrahlung dann, die in den gleichen Momenten passieren. Und so äußert sich das. Und dieses Flackern, was man dann in dem Video zeitweise sieht, kommt einfach daher, dass die Detektoren auf dem Raumfahrzeug hier, auf SDO, übersteuern, weil das Licht so hell ist, dass sie dafür nicht ausgelegt sind, so helle UV-Strahlung aufzunehmen. Jetzt sehen wir das noch einmal ein bisschen aus einem näheren Blickwinkel hier. Und was sehr interessant ist, wir sehen wiederum die komplexe Struktur im Magnetfeld. Nicht wahr? Das Magnetfeld hält das Plasma, hält das Material in der Corona an seinem Platz. Und wir sehen tatsächlich diese Bögen vom Magnetfeld, die so aussehen, wie wenn Sie mit Eisenfeilspänen oder Magneten experimentieren, allerdings ein bisschen komplizierter in der Struktur. Wir sehen diese Bögen anhand des Lichtes und die ändern ihre Struktur, die ändern ihre Anordnung und dann kommt es zu diesen Ausbrüchen. Hier sieht man das ganz deutlich, wir gehen nochmal näher ran, da sieht man wunderschön diese Bögen jetzt in dieser aktiven Region. Und die führen dann eben zu einem solchen Ausbruch. Es gibt eine weitere Art von Ausbrüchen, die auch die Aktivität der Sonne kennzeichnen. Das sind die sogenannten koronalen Masseauswürfe. Also wie gesagt, der Flare, hauptsächlich Strahlung, Licht, Röntgen, UV und im weiteren Spektralbereich. Allerdings kann die Sonne auch teilweise richtig große Klumpen von Sonnenwind abschicken. Und das sind die sogenannten koronalen Masseauswürfe. Der ist einmal hier dargestellt in diesem Video. Auch dort wieder Rekonfiguration des Magnetfeldes. Und da passiert es, da wird das Material ausgeschlossen. Ich gehe mal ein bisschen zurück. Sie sehen hier, das ist quasi jetzt so ein Stillbild, einmal auf dem Weg, wo dieses Material weggeschleudert wird. Und diese Ausbrüche können sehr massiv sein. Also wir reden hier von Material, das ungefähr 1 Milliarde Tonnen an Gewicht sind, die in einem solchen Ausbruch von der Erde ausgeschleudert werden. Also in diesem Bild, die Erde wäre kleiner als die Struktur, die wir dort über der Oberfläche der Sonne in ihrer Corona sehen. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn ein solches Ereignis die Erde trifft, dann bleibt sie nicht ganz unberührt davon. Und das ist das sogenannte Weltraumwetter und Solar Orbiter wird uns dabei helfen, besser zu verstehen, wo diese Ereignisse herkommen, was diese Eruptionen wirklich tun und dann auch bessere Vorhersagen vom Weltraumwetter ermöglichen. Schauen wir uns einmal die 4 Schlüsselfragen für Solar Orbiter genau an. Solar Orbiter wurde designt, um diese 4 Fragen zu beantworten. Frage Nummer 1, wie wird der Sonnenwind beschleunigt? Ich hatte bereits gesagt, es kann sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen, 700, 800 Kilometer pro Sekunde. Wie kommt man überhaupt auf so hohe Geschwindigkeiten? Frage Nummer 2, was geschieht in den Polregionen der Sonne? Sie haben bereits jetzt ein paar Mal gesehen, dass die Pole etwas anders aussehen als der Äquator der Sonne. Das Problem ist, wir wissen aber nicht wirklich mehr als das, weil wir bisher die Pole noch nicht beobachten konnten mit einem Teleskop. Frage Nummer 3, wie generiert die Sonne ihr Magnetfeld? Wir hatten also gesehen, diese Strukturen des Magnetfelds, wenn die ihre Konfiguration ändern, das sind die Momente, in denen etwas Spannendes passieren kann, in denen eine Eruption passieren kann. Und wir wollen wirklich verstehen, was im Inneren der Sonne vor sich geht, wenn die Sonne diese Magnetfelder generiert. Und Frage Nummer 4, wie beeinflussen Eruptionen, also die sogenannten Flares oder die koronalen Masseauswürfe, das Sonnensystem? Und mit diesen 4 Fragen ist Solar Orbiter auf den Weg geschickt worden. Es ist eine ESA-Mission, also sie ist von ESA geleitet mit einer sehr starken Beteiligung der NASA. Sie sehen in diesem Bild hier auf der Präsentation eine digitale Zeichnung der Raumsonde. Wir werden gleich noch mehr davon sehen. Also charakteristisch die Sonnensegel, die an beiden Seiten rausgehen, von Spitze zu Spitze ungefähr 18 Meter lang. Auf der Rückseite steht dieser Baum heraus. Knapp 4,5 Meter ist er lang
Und das Raumfahrzeug selbst ist fast ein Würfel, nicht ganz ein Würfel, mit Kantenlängen zwischen 2 und 3 Metern, so, damit Sie so ungefähr ein Gefühl haben von der Größe dieses Raumfahrzeugs. Nun, im Sinne der Instrumente, die dort angebracht sind, Solar Orbiter hat eine Kombination von verschiedenen Instrumenten. Und zwar haben wir 10 verschiedene Instrumente an Bord. Und erst einmal ganz grundsätzlich auf diesem Diagramm hier ist einmal gezeigt, wo sie angeordnet sind, wo sie angebracht sind auf dem Raumfahrzeug. Aber zum anderen sehen Sie auch einige Kreise in Gelb und einige Kreise in Rot. Und das ist im Grunde genommen der große Vorteil von Solar Orbiter, dass es diese beiden Familien von Instrumenten kombiniert. Die gelb markierten Instrumente sind im Grunde genommen Teleskope. Also es sind, wir nennen die manchmal auch die Remote-Erkundungsinstrumente. Diese Instrumente werden also tatsächlich in Richtung Sonne schauen und uns dann ein besseres und genaueres Bild von der Sonne und den physikalischen Prozessen dort geben. Die Instrumente, die in Rot gekennzeichnet sind, sind die sogenannten In-situ-Instrumente. Also das sind Instrumente, die messen die lokalen Bedingungen an der Position des Raumfahrzeuges. Und ich möchte jetzt gar nicht durch alle Details erst einmal gehen, ein paar nur einfach rauszuholen. Zum Beispiel sehen Sie EUI, den Extreme Ultraviolet Imager. Also das heißt, es ist ein Teleskop, das im Fernultraviolettbereich beobachtet. Wir haben auch einen Coronagraphen an Bord. METIS ist der Name. Und dieser Coronagraph kann im Grunde genommen eine kleine Sonnenfinsternis selbst erzeugen in dem Gerät. Und mit dieser Hilfe können wir dann die äußere Corona tatsächlich beobachten. Und ein Instrument, das ich ganz besonders gerne natürlich herausheben möchte, ist SWA, unser Solar Wind Plasma Analyzer. Auch wenn es ein Instrument ist, besteht dieses Instrument aus 3 Sensoren. Die habe ich einmal hier hervorgehoben für Sie. Und wenn Sie einmal sehen wollen, wie solche Sensoren in echt aussehen, kann ich Ihnen jetzt ein Bild aus unserem Labor zeigen. Das sind jetzt Aufnahmen von diesen 3 Sensoren des SWA-Instruments. Auf der linken Seite einmal ein Geräteteil, der bei uns am Institut selbst gebaut worden ist, sogenannte EAS, Electron Analyzer System. Also dieses Gerät misst die Elektronen im Sonnenwind. Dann haben wir in der Mitte den Proton-Alpha-Sensor, der schielt ganz klein am Hitzeschild des Raumfahrzeuges vorbei in den Sonnenwind, misst die Protonen und die Alpha-Teilchen, die von der Sonne kommen. Wurde hauptsächlich in Toulouse gebaut, allerdings auch mit starker internationaler Beteiligung. Und dann das dritte Bauteil hier, der Heavy Ion Sensor, also wie der Name schon verspricht, misst dieses Teil schwere Ionen. Also wir können damit zum Beispiel Eisen, Stickstoff, Sauerstoff, Helium und andere Teilchen im Sonnenwind genauer vermessen, also quasi wirklich eine Zusammensetzungsanalyse des Sonnenwinds betreiben. Und dieses Gerät wurde hauptsächlich in Michigan gebaut, ist also einer dieser bereits erwähnten starken NASA-Beiträge zur Mission. Und ich werde Ihnen gleich auch ein paar Aufnahmen, ein paar Messungen von diesen Geräten zeigen, damit Sie sehen, wie die funktionieren. Und IAS, also unser kleiner IAS-Kasten, befindet sich ganz am Ende des ausgefahrenen Baums der Mission. Das ist, weil Elektronen sind sehr schwierig zu messen, sehr leichte Teilchen schwierig zu messen. Und dementsprechend wollen wir so weit wie möglich im Grunde genommen weg sein von dem Raumfahrzeug, was ein Hindernis darstellt und Störsignale produzieren kann. Und deswegen sind wir eben diese 4,5 Meter vom Raumfahrzeug entfernt mit unserer Messung. Das ist jetzt ein Video. Auch das werden wir verlinken. Ich werde es trotzdem einmal starten. Das gibt einen kleinen Einblick in den Start von Solar Orbiter. Das ist ein Video, was von der ESA bereitgestellt worden ist. Und das gibt Ihnen dann auch ein kleines Gefühl für die Größe eines solchen Raumfahrzeuges. Am Anfang kommen erstmal ein paar Bilder, aber hier sehen Sie schon, wie das zusammengebaut wird. Also in einer Halle, in diesem Fall, das müsste bei Airbus noch sein, die gesamte Integrierung stattgefunden hat. Und sehen wir jetzt auch im Vergleich einmal ein paar Menschen in der Größe. Ich lasse es noch mal ein bisschen weiterlaufen hier. Moment, gehen wir dahin zurück. So, ja, auf dem Bild sehen Sie zum Beispiel jetzt das Raumfahrzeug da, wie das in den oberen Teil der Raketenstufe eingebaut wird. Ich lasse es mal weiterlaufen. Die Seite zugemacht und ja, da sehen Sie nun also die Solarpaneele ganz eng angefaltet, damit das auch wirklich in die Rakete hineinpasst. Die Rakete, die für den Start benutzt worden ist, ist eine Atlas V-Rakete, sehr zuverlässige Rakete der NASA, also auch das ein Beitrag von der amerikanischen Seite. Hier sehen Sie, wie die Rakete in Stellung gebracht wird für den Start. Wie gesagt, das ist am 9. Februar dieses Jahres passiert. Hier wird die Rakete gerade rübergefahren zur Startrampe.
Und da sehen Sie oben drauf halt eben diese kleine Spitze, die Sie gerade eben gesehen haben, in die das, die Sonde eingepackt worden ist. Das ist jetzt der Start. Start bei Nacht. Eigentlich immer sehr beeindruckend. Ich hoffe, dass das Video das auch wiedergeben wird. Und ja, ab dem Moment war dann Solar Orbiter unterwegs. Man muss dazu eigentlich immer sagen, dieser Start wird ja dann von einem Vertragspartner der NASA durchgeführt. Das ist die United Launch Alliance in diesem Fall. Die sind im Grunde verantwortlich bis zu dem Punkt, an dem der Satellit oben abgekoppelt wird von der Rakete. Ab dem Moment übernimmt dann die ESA und beginnt mit der Operation des Raumfahrzeuges. Und insofern waren die dann eigentlich sehr froh, dass sie feiern konnten, dass der Start so gut funktioniert hat. Das werden wir auch gleich in diesem Video sehen, wie da gefeiert wird. Das ist jetzt bei der ESA. Ich war da an dem Morgen des Starts, als dann diese Abkopplung passiert ist. Da wird gefeiert bei den Amerikanern, sind bereits alle sehr glücklich und freuen sich, dass es geklappt hat. Bei der ESA wurde an dem Moment noch spannend gewartet. Aber dann erschien auch das Signal, das ist das Signal des Raumfahrzeuges, und alle Leute waren froh und feierten den erfolgreichen Start von Solar Orbiter. Ich hatte bereits angesprochen, dass wir ja die Pole der Sonne uns einmal genauer ansehen wollen, und das stellt natürlich eine besondere Herausforderung an den Orbit, den die Mission erfüllen muss. In diesem Video, und ich werde da auch ein paar Stops einlegen und ein paar Sprünge machen, weil das sonst einfach auch zu lange dauert, sehen wir jetzt den geplanten Orbit für die Mission. Also wir haben hier die Erde einmal auf dem äußersten Ring, in dem mittleren Ring sehen wir Venus und im innersten Ring Merkur. Und dieser kleine weiße Punkt mit diesem Schweif dran, das ist Solar Orbiter. Und oben rechts sehen Sie das Datum, also es ist jetzt gerade kurz nach dem Start, gerade einen Monat nach dem Start, im März. Und dann wird sich die Sonde mehr und mehr an die Sonne herantasten. Durch mehrere Manöver, die an der Venus vorbeiführen, die an der Erde auch wieder vorbeiführen einmal, wird somit das Raumfahrzeug immer näher an die Sonne herankommen. Und wir werden sogar näher als Merkur an einem Punkt sein und uns von da aus die Sonne betrachten können. Wie Sie sich vorstellen können, ist das sehr günstig. Also wenn Sie mit einem Fotoapparat etwas fotografieren wollen, das Bild wird eigentlich immer besser, wenn Sie näher rangehen. Und das Gleiche benutzen wir hier auch bei Solar Orbiter. Hier sehen wir jetzt ein paar Flybys, sind schon geschehen, sind jetzt 2024. Und eine weitere Sache, die dann passiert, und das ist ein relativ kompliziertes Orbit, ein Raumfahrzeug auf so einen Orbit zu bringen, ist gar nicht so einfach. Aber durch diese vermehrten Flybys kann man es schaffen, dass das Orbit im Grunde die Ebene, in der die Planeten sich bewegen, verlässt. Also die sogenannte Ebene der Ekliptik können wir verlassen und das Orbit so ein bisschen aus dieser Ebene herausbiegen, sodass wir tatsächlich einen Blick auf die Pole erhalten werden. Und wenn alles gut geht, werden wir am Ende einen 33-Grad-Winkel auf den Pol haben und von dort aus die Sonne beobachten können. So, jetzt kommen wir nach diesen Bemerkungen über die Sonde selbst und was sie kann, wollen wir jetzt auch tatsächlich einmal die ersten Bilder anschauen. Und hier kommt jetzt für Sie das erste Bild in dieser Reihe der Sonne, aufgezeichnet von Solar Orbiter. Und wie Sie sehen, sieht das sehr unspektakulär aus. Das ist ein Bild aufgenommen mit dem VIE-Instrument. Es ist ein ganz tolles Instrument, das auch von einem deutschen Institut, also vom Max-Planck-Institut in Göttingen geleitet wird. Und eines der Instrumente, eines der Teleskope, die zu dem VIE-Instrument gehören, macht im Grunde genommen Aufnahmen im optischen Bereich. Also das ist jetzt ein optisches Bild der Sonne. Und im Moment ist die Sonne im Grunde genommen sehr langweilig. Es passiert nicht viel auf der Oberfläche. Wir haben keine Sonnenflecken in diesem Moment hier, der da gezeigt wird. Und es sieht extrem still aus. Allerdings waren wir trotzdem sehr froh, diese Bilder zu sehen und zu wissen, dass diese Teleskope funktionieren, weil wir dann natürlich wissen, über die nächsten 7 bis 10 Jahre, über die Missionsdauer, wir dort mit Ergebnissen aufwarten können. VIE kann allerdings noch mehr. VIE kann auch das Magnetfeld auf der Oberfläche der Sonne vermessen. Und das sehen Sie hier auf diesem Bild. Und schon da sehen wir, dass eigentlich viel mehr los ist, als das, was das optische Licht uns vermittelt. Wir sehen im unteren rechten Rand dieses Bildes, sehen wir bereits einen grünlichen und einen rötlichen Fleck. Das sind die Polaritäten des Magnetfeldes an dieser Stelle. Und wir wissen bereits, wenn starke Polaritäten direkt benachbart zueinander auf der Sonnenoberfläche zu finden sind, dann ist das eine aktive Region, wo ein Ausbruch geschehen kann. Also in dem Fall ist es immer noch ein sehr kleines, eine sehr kleine Region. Allerdings sagt uns das Magnetfeld schon wesentlich mehr als das reine optische Bild. VIE kann noch mehr. VIE kann auch Bewegungen auf der Sonnenoberfläche vermessen. Und das kann benutzt werden, um so etwas wie Seismologie zum Inneren der Sonne hinzumachen. Also wir können das Innere der Sonne dadurch verstehen,
wie sich Wellen dort ausbreiten, die wir dann auch mit Phi vermessen können. Ein weiteres Instrument, eine Komponente davon wurde auch bei uns im Institut gebaut, ist das EUI-Instrument, also das Extrem-Ultraviolett-Instrument. Und auch hier sehen Sie das erste Bild, die erste Aufnahme, die EUI von der Sonne gemacht hat. Und bereits in diesem ersten Bild sehen wir, dass die Pole wiederum anders aussehen als der Äquator. Ich glaube, wir haben diese koronalen Löcher über den Polen, wo das Material ausgetreten ist. Wir sehen bereits Bögen, Magnetfeldstrukturen in der Korona der Sonne. Und wir können bereits anfangen mit den ersten Analysen dieser Bilder. Ich sollte dazu sagen, diese Bilder sind bisher eigentlich nur Testbilder. Es sind im Grunde genommen nur die Bilder, die gemacht worden sind auf dem Hinflug in Richtung von unserem Orbit, um zu sehen, funktionieren die Geräte alle richtig. Das sind im Grunde genommen noch gar keine richtigen wissenschaftlichen Bilder, die eigentlich erst im nächsten November anfangen sollen mit der Aufnahme. Und trotzdem erhalten wir bereits solche brillanten Bilder, die wir auch schon für die ersten Analysen nutzen können. So nah an der Sonne sind bisher noch keine Ultraviolettaufnahmen oder optische Aufnahmen gemacht worden. Hier ist auch ein kleines Video, einmal in einer viel größeren Auflösung, auch von EUI. Und da sehen Sie jetzt, wenn Sie unten links auf die Ecke schauen, das zeigt an, wie groß die Erde wäre auf diesem Bild. Und trotzdem ist das, sieht noch relativ klein aus. Und das ist einfach, weil die Sonne so gigantisch ist. Ja? Und hier sehen wir sehr viele kleine Strukturen drin. Ich gehe mal ein bisschen vorwärts hier. Da sehen Sie an der Stelle, sind ein bisschen rangezoomt und an eine andere Stelle gefahren. Sieht man jetzt wiederum Struktur im Magnetfeld. Lass es jetzt mal ein bisschen weiterlaufen. Leicht kleines Aufleuchten, sehr lokales Aufleuchten. Das sind sogenannte Nanoflares wahrscheinlich. Also die Interpretation ist noch ein bisschen ausstehend. Es gibt Theorien, die besagen, dass diese Nanoflares einen Teil der Heizung der Corona beitragen. Und das heißt natürlich, wenn wir die jetzt schon so genau erkennen können, obwohl wir noch gar nicht in unserem finalen Orbit angekommen sind, ist das eigentlich ein sehr vielversprechendes Zeichen für die Zukunft, dass wir diese Nanoflares, diese kleinen Ereignisse, diese kleinen Umstrukturierungen im Magnetfeld genauer beobachten können, die uns dann hoffentlich eine bessere Einsicht in die Heizung der Corona vermitteln können. Weiteres Instrument, METIS. Ich sagte bereits, es gibt ein Instrument, einen Corona-Graphen, der Aufnahmen der Corona machen kann, als wäre es eine Sonnenfinsternis. Sie sehen, dieser weiße Kreis in der Mitte ist im Grunde genommen die Größe der Sonne. Und der schwarze Teil ist eine Fläche, die das dann abdeckt, die das helle Licht der Sonne selbst abdeckt in diesem Instrument, sodass man dann den wesentlich lichtschwächeren äußeren Teil sehen kann in verschiedenen Wellenlängenbereichen. Und auch METIS funktioniert einwandfrei. Und wir sehen die Bilder der Corona, wir sehen diese Strahlen, die ausgehen, insbesondere aus dem Äquator. Wir sehen wiederum, dass die Pole sich anders verhalten. Eine wichtige Schlüsselfrage der Mission herauszufinden, warum das so ist. Und noch ein Instrument, das ich auch zeigen wollte, Solo High, also der Heliospheric Imager. Das ist ein Gerät, das nicht direkt auf die Sonne guckt, sondern an der Sonne ein bisschen vorbeiguckt, damit man den Sonnenwind sehen kann oder auch Staub im Sonnensystem sehen kann. Der kleine Punkt, den Sie an der linken Seite in diesem Bild sehen, das ist Merkur. Also Solar Orbiter hat im Grunde genommen auch Merkur beobachtet, obwohl das eigentlich gar nicht in die wissenschaftlichen Ziele passt. Und dieses weiße, ausgebeulte Licht, was man jetzt zum rechten Rand hin sehen kann, das ist das Zodiakallicht, also da sehen wir tatsächlich Staub in der Ekliptik, der das Sonnenlicht reflektiert. Und dieses weiße Licht, was Sie dann zwischen Merkur und diesem ausgebeulten Zodiakallicht sehen, das ist nicht einfach nur überblendetes Licht, sondern das ist einfach Licht, was an den Elektronen des Sonnenwindes gestreut wird. Also auch da sehen wir im Grunde genommen den Sonnenwind jetzt tatsächlich in diesen optischen Aufnahmen. Und hier nun Ergebnis von unserem Instrument, vom Solar Wind Analyzer. Ich weiß, die Bilder sind meistens spektakulärer als diese Linienplots, die unsere Lokalmessinstrumente von sich geben. Allerdings waren wir sehr glücklich, dieses erste Bild zu sehen. Hier, das vom April. Das war der Moment, wo wir zum allerersten Mal unser Instrument einschalten konten. Und wir messen bereits, wenn Sie in dem linken Diagramm das dritte Panel von unten anschauen mit der roten Linie. Das ist im Grunde genommen die Sonnenwindgeschwindigkeit. Und wir messen, zu dem Zeitpunkt war der Sonnenwind etwas langsamer, 350 Kilometer pro Sekunde, aber eine sehr zuverlässige Messung. Und in dem Ausschnitt, den Sie unten rechts sehen, auch die Elektronenmessungen, also von dem IAS-Instrument hinten am Ende dieses Baums, funktionieren ganz einwandfrei. Und wir sind im Grunde jetzt dabei, rund um die Uhr Daten mit diesen Instrumenten aufzunehmen. Und auch zu guter Letzt das Magnetfeld, wollte ich auch nochmal zeigen. Das ist eine Messung, die habe ich gerade selber runtergeladen. Die ist angestellt worden am 3. August, also das ist gerade letzte Woche. Fast das Neueste, was man direkt von der Sonde runterladen kann. Und da sehen Sie im Grunde genommen die drei Komponenten des Magnetfeldes, die drei verschiedenen Richtungen des Magnetfeldes, wie die sich über 16 Stunden Zeit
verändern. Und da sehen Sie diese ganzen kleinen Fluktuationen da drin. Das ist die Turbulenz im Sonnenwind. Ja, auch diese Messungen funktionieren einwandfrei und setzen uns in eine sehr gute Position, um dann in der Zukunft die Schlüsselfragen für Solar Orbiter beantworten zu können. Eine Sache, ich hatte bereits am Anfang angesprochen, die sehr wichtig ist, ist, dass wir diese 10 Instrumente haben, die Fernerkundungsmessungen mit lokalen Messungen kombinieren. Und hier ist das einmal dargestellt für zwei Beispiele. Zum einen sieht man oben in der Mitte, das Bild ist von SPICE. SPICE beobachtet die Sonne auch im Ultraviolettbereich, kann allerdings sehr genaue Spektroskopie betreiben. Das heißt also, SPICE kann uns sagen, wie viel Sauerstoff befindet sich an einer Stelle in der Korona? Wie viel Eisen befindet sich da? Wie ist das Eisen geladen? Wie viele Elektronen sind noch übrig in der Elektronenhülle des Eisenatoms zum Beispiel? Also eine sehr genaue Analyse der Zusammensetzung der Corona. Und unser SolarWind Analyzer dann, wenn Sie unten das Bild dann in der Mitte anschauen, der Heavy-Ion-Sensor, der kann uns sagen, gut, was sind die Elemente, was sind die Ladungszustände der Atome an der Position des Raumfahrzeuges. Und Sie können sich überlegen, wenn Sie diese beiden Messungen miteinander kombinieren können, also Sie können beobachten, was an der Oberfläche passiert, und Sie können quasi erschnüffeln, was an dem Raumfahrzeug passiert. Wenn man das zusammen hat, dann bekommt man ein klareres Bild davon, wie sich tatsächlich der Sonnenwind und das ganze Material ausbreitet von der Sonne bis hin zum Solar Orbiter. Und das ist wirklich eine Einmaligkeit hier, dass wir diese Kombination von verschiedenen Geräten haben, die uns zum ersten Mal einen Aufschluss über diese Konnektivität, über diese Verbindung, die Verknüpfung zwischen der Sonne selbst und dem ganzen Weltraum um sie herum liefern können. Ich hatte bereits Weltraumwetter kurz angesprochen, möchte dazu auch mal noch ein paar weitere Details geben, denn da kommt öfters die Frage, ja, wie schlimm kann das denn werden? Also das sind diese Momente, in denen ein sogenannter koronaler Massenauswurf, den Sie am Anfang gesehen haben, dann in Richtung Erde kommt, mit der Erde interagiert und an dem Punkt das Magnetfeld der Erde zusammenstaucht, unter dieses Zusammenstauchen des Magnetfeldes dann Ströme induziert, zum Beispiel in unseren Stromleitungen, in Pipelines oder auch in dem Boden selbst. Oder wir können auch überlegen über die Flares, die ich bereits angesprochen hatte. Wenn auf einmal vermehrt Röntgenstrahlung austritt, ist das sicherlich für die Astronauten auf der Raumstation ein gesundheitliches Problem. Also das heißt, das sind alles diese Einflüsse des Weltraumwetters. Aber die Frage ist, wie schlimm kann das wirklich sein? Und das Referenzereignis dafür ist eigentlich immer das sogenannte Carrington-Ereignis von 1859. Im Jahr 1859 saß Carrington in England in seinem Garten. Es war ein typischer Gentleman Astronomer, wie man sie damals nannte. Also ein wohlhabender, selbstständiger Mann, der in seiner Freizeit Astronomie betrieben hat. Und er war gerade im Begriff, eine komplexe Sonnenfleckengruppe zu zeichnen. Und die sehen Sie auf diesem Bild. Das ist die Originalhandzeichnung von Carrington, die er da im Jahr 1859 angefertigt hat. Und wenn diese Sonnenfleckengruppen sehr komplex sind, sehr viele Sonnenflecken nebeneinander, ist das gleiche wie mit diesen Magnetfeldstrukturen, die Sie in den Aufnahmen von Solar Orbiter jetzt gesehen haben. Je komplexer es ist, umso eher passiert ein Ausbruch. Das wusste man zu der Zeit allerdings noch nicht. Und Carrington zeichnete weiterhin seine Sonnenfleckengruppe und in dem Moment sah Carrington ein Aufleuchten auf der Sonne an der Stelle, die er beobachtet hat. Damit war Carrington wohl der erste Mensch, der einen Flare beobachtet hat. Es muss ein sehr, sehr starker Flare gewesen sein, der so hell war, dass man ihn mit dem bloßen Auge beobachten konnte. Er lief schnell rein, seinen Diener holen, um einen Beweis anzustellen für dieses Ereignis. Aber als er zurückkam, war der Flare schon wieder vorbei. Also diese Information gibt uns auch einen Einblick in die typische Zeitskala eines solchen Ereignisses. Und was dann ein paar Tage später passiert ist, ist, dass man Polarlichter überall auf der Erde gesehen hat. Nicht nur in nördlichen Gefilden, in Norwegen oder Island, sondern bis runter nach Kuba. Und das ist natürlich sehr unüblich normalerweise, Polarlichter so weit im Süden zu sehen. Und das liegt eben daran, dass das Magnetfeld so sehr deformiert worden ist, dass Teilchen eindringen konnten in die obere Atmosphäre, selbst bei mittleren Breiten. Es ging allerdings noch weiter. Die Hochtechnologie der 1850er Jahre, die Telegrafenmasten, bekamen tatsächlich Schwierigkeiten in diesem Ereignis. Und es begann, dass diese Telegrafen und diese Telegrafenstationen Funken sprühten und die Operateure Stromschläge aus ihren Geräten erhielten. Es wird auch berichtet, dass einige weiter telegrafieren konnten, weil die induzierten Ströme
weiterhin Energie geliefert haben, um das zu betreiben. Und Sie können sich vorstellen, wenn solch ein Ereignis heute passieren würde, hätten wir ein Problem. Natürlich die Hochtechnologie, wie gesagt, der 1850er waren Telegrafenmasten. Heutzutage haben wir ganz andere Technologien, die allerdings auch wesentlich anfälliger sind. Und hier ist es einmal dargestellt: Die ESA ist also sehr daran interessiert, Weltraumwetter besser zu verstehen. Hier sind ein paar dieser Auswirkungen. Da ist ein Astronaut oben links dargestellt. Wie gesagt, gesundheitliche Konsequenzen. Satelliten können geschädigt werden durch diese Ereignisse. Könnte zum Beispiel das GPS-Signal ausfallen oder es könnte beeinträchtigt werden. Kommunikationssignale allgemein. Flugverkehr, es mussten bereits in der Vergangenheit Flüge umgeleitet werden wegen Weltraumwetter, weil dann die Strahlenbelastung über den Polarrouten einfach zu groß gewesen wäre, was natürlich mit extremen Kosten verbunden ist, also auch ein wirtschaftliches Interesse. Und natürlich Stromausfälle, ein ganz großes Problem. Unten rechts ein Bild eines Transformators in Kanada 1989, ist der durchgebrannt nach einem Weltraumwetterereignis, das dann zu weitreichenden Stromausfällen im östlichen Kanada geführt hat. Das bringt mich dann ans Ende. Ich lasse einfach mal als Zusammenfassung dieses Video hier laufen. Ich muss sagen, es ist im Grunde eine sehr aufregende Zeit im Moment für die Weltraumforschung in Europa. Jetzt haben wir Solar Orbiter, wir haben die ersten Bilder gesehen. Richtig los wird es in der zweiten Jahreshälfte nächsten Jahres gehen. Allerdings arbeiten die lokalen Messinstrumente bereits jetzt auf Hochtouren. Mit diesen anderen Missionen, die es bereits gibt, SDO, haben Sie Bilder von gesehen vorher, Parker Solar Probe vor 2 Jahren gestartet, haben wir wirklich jetzt eine tolle Flotte von Instrumenten, um die Sonne besser zu verstehen, den Sonnenwind besser zu verstehen und auch das Weltraumwetter besser zu verstehen. Damit ja, komme ich dann zum Ende und möchte die Chance aber nutzen, auf Vortrag noch hinzuweisen in Faszination Astronomie Online. Am 18. August geht es dann um die Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie. Und Magdalena Kersting von der Universität in Oslo wird diesen Vortrag halten. Ich werde bestimmt einschalten und ich hoffe, Sie schalten auch ein. Und wenn Ihnen das gefallen hat, wie gesagt, dann abonnieren Sie diesen Kanal und liken Sie das Video. Und ich werde jetzt ein paar Fragen beantworten, die werden mir hier unten zugeschickt und dann werde ich darauf eingehen. Die erste Frage: Sind die Strukturen auf der Sonnenoberfläche auch im sichtbaren Licht erkennbar? Sind sie nur im Ultravioletten oder sehen wir die Unterschiede bei dieser Helligkeit nur mit speziellen Instrumenten? In der Regel ist eine Aufnahme im sichtbaren Licht tatsächlich immer die langweiligste aller Messungen, die wir so sehen können in den verschiedenen Wellenlängenbereichen. Wir sehen dabei hauptsächlich die sogenannte Photosphäre, also das ist das, was man gemeinhin als die Oberfläche der Sonne be beschreibt, also diesen Teil, der diese 5.500 Grad Temperatur hat. Und die meiste Struktur, die wir dort sehen können, sind die Sonnenflecken. Und Sonnenflecken sind Punkte, an denen das Magnetfeld aus dem Inneren der Sonne quasi ausbricht und diese Bögen formt. Und an der Stelle funktioniert die Konvektion in der äußersten Schicht der Sonne nicht mehr so gut. Die Sonne wird etwas kälter und deswegen erscheinen diese Flecken dunkel. Das ist im Grunde genommen die großskalige Struktur, die man dort sehen kann im optischen Bereich. Wenn man genauer hinguckt, kann man auch das Blubbern der Sonne, also die sogenannte Konvektion, genauer beobachten, die auch interessante Einblicke liefern kann. Allerdings für diese Fragen der Heizung, für die Fragen der koronalen Prozesse, diese Magnetfeldumstrukturierung und auch die Ausbrüche, ist im Grunde genommen tatsächlich das Ultraviolettlicht interessanter, weil man dort die Bereiche sieht, die Temperaturen im Bereich von etwa 1 Million Grad haben. Und das ist, wie gesagt, der äußere, der etwas dünnere Bereich der Korona, aber das ist da, wo die Weltraumwetterereignisse auch gestartet werden. Und ja, und die Unterschiede bei der Helligkeit, nochmal als Erinnerung gemacht, ist auch so berichtet worden, ist allerdings eher unüblich und da muss es schon ein sehr, sehr starkes Ereignis sein, wenn man das so beobachten möchte. So, zweite Frage. Die zweite Frage sagt: Es werden doch die Sonnenzyklen seit circa 200 Jahren aufgezeichnet. Ein Sonnenzyklus sind ja 11 Jahre. Dabei soll der aktuelle Sonnenzyklus, in dem wir uns jetzt befinden, außergewöhnlich schwach sein. Gibt es dafür schon Erkenntnisse? Ja, das ist eine exzellente Frage und das wird im Moment tatsächlich in der Fachwelt groß diskutiert. Man weiß tatsächlich schon länger als 200 Jahre, dass es diese Sonnenzyklen gibt. Im Grunde genommen hat Galileo ja die ersten strukturierten Aufnahmen der Sonnenoberfläche gemacht und die ersten Berichte von Sonnenflecken wirklich verfasst. Und seit dieser Zeit, seit Galileos Zeit, werden dann auch die Sonnenflecken gezählt
und zeigen diesen 11-jährigen Zyklus, wo die Sonne einmal, wenn sie im Maximum ist, besonders viel Aktivität zeigt. Das heißt, zu den Momenten sehen wir sehr viele Flares, sehr viele koronale Masseauswürfe. Oder zu Zeiten des Sonnenminimums sehen wir eben sehr wenig davon. Wir sind jetzt im Moment immer noch in einem Minimum. Allerdings, wenn man das einfach ausrechnet, 11 Jahre und dann wieder 11 Jahre und wieder 11 Jahre, was normalerweise sehr periodisch passiert, sind wir jetzt im Moment schon ein bisschen zu spät dran für den nächsten Sonnenzyklus. Und die Frage ist, woran liegt das? Im Grunde genommen geht das zurück auf eine dieser Schlüsselfragen von Solar Orbiter, nämlich die Frage nach der Generierung des Magnetfeldes. Für diesen Zyklus ist das Magnetfeld ungemein wichtig. Am Beginn des Zyklus, also jetzt zur Zeit, in der wir uns jetzt zum Beispiel befinden, ist das Magnetfeld fast wie ein Dipol. Also es ist einer der Pole, kommen die Magnetfeldlinien gerade am Pol oben raus und kommen dann am unteren Ende im Grunde genommen wieder zurück in die Sonne hinein. Und dann rotiert die Sonne und wie als wenn sie mit einer Gabel Spaghetti aufwickeln, rollt die Sonne immer weiter die Magnetfeldlinien auf. Und die werden immer stärker, immer stärker, immer stärker, bis sie dann irgendwann eben aus der Oberfläche ausbrechen an diesen Sonnenflecken und dann zu Eruptionen führen. Und die meisten Theorien, die es im Moment gibt, sagen halt eben, dass aus irgendeinem Grund, also nichts Schlimmes, ist auch was jetzt nicht so extrem unüblich ist, hat sich in diesem Zyklus etwas verändert. Also an der Stelle funktioniert ein Teil dieses sogenannten Dynamo-Mechanismus nicht mehr so effektiv wie sonst. Und deswegen sind wir jetzt im Moment in einem etwas längeren Minimum. Allerdings haben wir in den letzten Monaten mehr und mehr Anzeichen bekommen, dass es jetzt wieder bergauf geht. Also wir gehen wieder in den nächsten Zyklus hinein. Und insofern ist das natürlich jetzt gerade sehr spannend, mit Solar Orbiter unterwegs zu sein, weil wir dann quasi jetzt ruhige Bedingungen auf der Sonne beobachten können und in hoffentlich 5 Jahren oder so die wirklich aktiven Zeiten haben und dann auch aktive Regionen auf der Sonne besser beobachten können. Eine weitere Frage, auf wie viel Kilometer Entfernung nähert sich Solar Orbiter der Sonne? Ja, das ist eine gute Frage über das Orbit, den Orbit der Mission. Ich hatte ja bereits gesagt, wir kommen näher an die Sonne als Merkur. Was das jetzt bedeutet in Zahlen, ist im Grunde genommen, wir haben 42 Millionen Kilometer, wird der nächste Abstand zur Sonne sein. Ja, der Erdabstand ist ungefähr 150 Millionen Kilometer, wir gehen auf 42 Millionen Kilometer ran. Das ist immer noch eine sehr große Zahl. Allerdings ist der große Vorteil tatsächlich einfach, es ist zum allerersten Mal, dass wir aus diesem Abstand die Sonne beobachten können. Das ist was Besonderes. Parker Solar Probe wird im Laufe der nächsten Jahre viel näher an die Sonne herangehen. Also da reden wir von, im Grunde sind das dann, mal kurz überlegen, 600, das sind 6 Millionen, etwas über 6 Millionen Kilometer. Allerdings ist dort die Umgebung um das Raumfahrzeug so harsch, so unangenehm, dass man keine Teleskope auf Parker Solar Probe unterbringen konnte. Zumindest keine Teleskope, die direkt die Sonne beobachten. Und dementsprechend, ja, Parker Solar Probe kommt noch wesentlich näher ran, aber es fehlen halt eben die Teleskope zur Beobachtung. Und Solar Orbiter bleibt noch auf einem relativ sicheren Abstand, um von dort aus zu beobachten. Trotzdem ist das Sonnenlicht bereits in dem Abstand 13 Mal so stark, wie das Sonnenlicht hier auf der Erde ist. Also das heißt, das ganze Raumfahrzeug muss auch sehr davon geschützt werden mit dem Hitzeschild. Die Solarpaneele kann man ein bisschen zur Seite drehen, damit da nicht das volle Sonnenlicht in dem Moment drauf fällt. Also auch diese ganzen Sachen wurden berücksichtigt bei der Planung. Vierte Frage, gibt es irgendwelche Theorien oder Indizien, wie das Magnetfeld der Sonne zustande kommt? Ja, im Grunde genommen ist das eine Kombination aus diesem Dynamo-Effekt und den Strömungen in der Sonne. Also die Sonne, dadurch, dass sie kein starrer Körper ist, wie ein Planet zum Beispiel, rotiert in verschiedenen Breitengraden mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Also das heißt, eine volle Umdrehung am Äquator der Sonne dauert ungefähr 25 Tage. Während eine volle Umdrehung über dem Pol der Sonne dauert 36 Tage. Und das heißt, sie haben im Grunde die ganze Zeit so eine Scherung in diesem Fluss. Ja, also dass es in der Mitte schneller fließt als weiter zu höheren Breiten, kommt es zu einem Scherfluss in dem Material der Sonne. Und das Material der Sonne ist auch ein Plasma. Das heißt also, auch dort haben wir freie Ladung. Dieses Material ist sehr stark elektrisch leitend. Und wenn sich diese freien Ladungen dann bewegen, geschieht das so, dass sie im Grunde genommen das Magnetfeld mit sich führen. Das heißt also, wenn eine Strömung von Plasma irgendwo passiert, wird das Magnetfeld, die Magnetfeldlinie mit dem Plasma mitbewegt. Und durch diese Scherströmung nun
wird das Magnetfeld immer weiter umgeformt, umgeformt, umgeformt und kann sich somit aufspinnen. Und das ist dieser Dynamo-Prozess, der dann auch im Endeffekt zu diesem 11-Jahres-Zyklus führt. Es braucht im Grunde genommen 11 Jahre, bis das einmal richtig aufgedreht, Magnetfeld ausbricht, sich wieder kompensiert mit dem Magnetfeld von der anderen Seite und dann wieder in die Grundkonfiguration zurückgeht. Also das ist dieser generelle Dynamo-Mechanismus, sehr fundamentaler Plasmaprozess, der wahrscheinlich überall im Universum passiert. Aber hier direkt vor unserer Haustür in der Sonne haben wir ein Beispiel, wo wir das ganz nah beobachten können und trotzdem verstehen wir die Details von diesem Mechanismus noch nicht. Gut, hier ist eine weitere Frage. Hat Solar Orbiter einen finalen Orbit oder verändert er sich immer, um quasi verschiedene Blickwinkel für unterschiedliche wissenschaftliche Ziele zu bekommen? Am Ende der Mission ist tatsächlich eine Art finaler Orbit erreicht. Also dann finden auch keine weiteren Flybys an der Venus mehr statt oder an der Erde mehr statt. Und in diesem erweiterten Missionszeitraum sind wir dann weiterhin auf 42 Millionen Kilometer Abstand von der Sonne, wenn die Sonde am nächsten ist. Und haben dann diese 33 Grad Blickwinkel auf die Pole. Ab einem bestimmten Punkt ist dann, wie das immer so ist bei allen Weltraummissionen, werden dann wahrscheinlich die Geräte ausfallen, einfach auch, weil sie dieser ewigen Belastung ausgesetzt sind durch die Strahlung im Weltraum und auch durch diese schwierigen Bedingungen, durch das helle Licht. Und weiterhin wird dann auch irgendwann kein Treibstoff mehr übrig sein, was wahrscheinlich kein primäres Problem für unsere Mission werden wird. Und dann wird die Sonde einfach auf diesem Orbit bleiben und ja, dort weiterhin herumschwirren. Es gibt keine weiteren Pläne, dass zum Beispiel die Sonde irgendwo einschlagen muss, also so eine Planung, wie man das bei erdnahen Missionen anstellen muss, dass man sicherstellt, dass es am Ende keinen Weltraumschrott gibt. Dieser Orbit ist so weit weg von allem, was hier um die Erde herumschwirrt, dass das kein Problem darstellen wird. Okay, sechste Frage. Inwiefern ist Solar Orbiter redundant oder ergänzend zur Parker Solar Probe? Ich hatte kurz angesprochen, die Mars Solar Probe wird sehr viel näher an die Sonne herangehen, ist bereits jetzt sehr viel näher als Solar Orbiter. Der Abstand, im Grunde, wenn Sie sich das vorstellen, wenn man einen Solar Probe auf gerade mal 5 Sonnendurchmesser Entfernung zur Sonne rankommt, damit kann man im Grunde schon sagen, dass Parker Solar Probe durch die Korona der Sonne fliegen wird und dort Messungen des Magnetfeldes anstellen wird, dort Messungen der Teilchen anstellen wird, des Plasmas und auch von dort aus mit so einer Art heliosphärischem Imager, also an der Sonne vorbeiblickend, den Sonnenwind beobachten, was natürlich ganz außergewöhnlich ist. Allerdings fehlt diese Verknüpfung zwischen den lokalen Messungen und diesen Fernerkundungsmessungen, die wir auf Solar Orbiter haben. Und insofern arbeiten wir sehr intensiv mit dem Parker Solar Probe Team zusammen. Ich hatte gerade noch kurz bevor Corona ausbrach, war ich in Bern auf einem Meeting, wo wir genau diese Fragen geplant haben mit der anderen Mission zusammen, auch mit erdgebundenen Teleskopen, um zu überlegen, wie können wir das meiste rausholen, jetzt wo wir diese Ressourcen haben, zum ersten Mal, dass wir wirklich Verknüpfungen anstellen. Parker Solar Probe zum Beispiel kann auch nicht die Komposition des Sonnenwindes vermessen, also es kann nicht sagen, wie viel Stickstoff, Sauerstoff oder Eisen im Sonnenwind enthalten ist. Und natürlich kann man diese Messungen dann auch wiederum verknüpfen, denn wenn sich dann die Sonne, Parker Solar Probe und Solar Orbiter auf einer Linie befinden, kann man natürlich das ausnutzen, um zu sagen, gut, die Zusammensetzung des Sonnenwindes wird sich nicht geändert haben, während er von dem einen Raumfahrzeug zum nächsten Raumfahrzeug fliegt. Und insofern kann man diese Resultate dann benutzen, um wirklich besser zu verstehen, was an dem Punkt, wo der Sonnenwind entsteht, in der oberen Korona passiert. So, ich glaube, das war, soweit ich das sehe, erstmal die letzte Frage, die ich hier mitgeteilt bekommen habe. Dann möchte ich mich noch einmal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Schauen Sie weiterhin, was bei ESA über neue Missionen, insbesondere über unseren Solar Orbiter gesagt wird. Ich hoffe, wir werden da weiterhin auch in den Medien gut vertreten sein. Und ansonsten ja, möchte ich nur noch einmal darauf hinweisen, auf den nächsten Vortrag am 18. August, Grundlagen der allgemeinen Relativitätstheorie von Magdalena Kersting, sehr empfehlenswert. Und verabschiede mich damit bei Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.